life. Again, the voice so, hallo. Eigentlich wollte ich gerade eine Runde Hyrule Warriors aufnehmen, aber irgendwie ist mir gerade nicht nach Hyrule Warriors. Aber wir haben ja... Maus verschwindet aus dem Bild. Ich mach mal ganz kurz, bevor ich das vergesse. Ich kann doch einfach bei OBS einstellen, dass die Maus nicht aufgenommen wird bei Isaac. Bei Isaac brauchen wir keine Maus. Und wenn jetzt die Maus im Bild wäre, ja, dann ist sie auch einfach wieder weg. So, ich weiß nicht, das war halt dumm. Nur normalerweise. Bei den meisten Spielen lasse ich die Maus drin, weil sie halt Bestandteil ist, wenn ich mit OBS aufnehme. Aber hier natürlich nicht. Das ist natürlich Quatsch, dass hier die Maus drin ist. So, Daily Challenge. Diesmal gehen wir die Daily Challenge. Und gucken mal. Oh Gott, ich hab jetzt schon Sachen dabei und ich weiß nicht, was es ist. Okay. Ich kann nicht schießen. Ah, das ist aber der Charakter. Ich glaube, das ist der... Oh, welcher Charakter? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Charakter ist. Ich habe irgend so eine Kiste im Inventar. Das ist wahrscheinlich das Start-Item von dem Charakter, den ich gerade spiele. Dem ich nicht mehr weiß, wer es ist. Okay, dann muss das ein neues Item sein. Ja, da. Lilith starts with this item. Ach, das ist Lilith. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, dass das Lilith ist. Gives you a duplicate of each familiar you have for the current room. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja, okay. Ja, okay. Ich habe bestimmt schon mal mit Lilith gespielt, ich habe nur keine Ahnung mehr. So, aber wir kriegen gleich ein Item, das ist doch schon mal was. Oh, das ist ein Leben. Wie war das jetzt? War Lilith angegriffen? Ach, ich muss mit dem Ding schießen. Ja, ja. Oder oh, war ja. Aber mit Lilith muss ich trotzdem ausweichen, ne? Oh, das... Oh. Oh Gott, das ist ja... Ich hab kein... Oh Gott, war. Wow. Ich hab's voll auf mich zufliegen sehen. Ich hab trotzdem nicht reagieren können. Chillig. Ach so, ich sollte das Ding auch einsetzen. Aber weil ich setze es lieber beim Boss ein. Der müsste ja recht bald kommen in dieser Stage. Yo. Okay. Okay, Bossfight. Jetzt habe ich zwei. Oh je, je, je. Hallo? Ist gut? Hallo? Okay. Oh, das wird interessant. So, was haben wir hier? Speed and Shot Speed Up. Okay, will ich nochmal hier weiterlaufen? Nein, Abflug. Bevor hier noch mehr schief geht. Einfach Abflug. Ich sehe gerade am Rand, ich habe noch irgend so was Rotes dabei. Was ist das denn? Ach, wahrscheinlich, dass ich nicht schießen... Ist das das Lilith-Ding, das ich nicht schießen kann? Lilith starts with this item, Cambion Conception. After taking enough damage, you will gain a permanent Demon Familiar. Ja. Super. Also, das ist halt einfach da. Nützt mir jetzt nichts. Ah, ja. Das ist eine coole Kiste. An die ich so nicht dran komme. Jo, mit dem einen Schieß, mit dem anderen ausweichen, ist ja mal übelst umständlich. Oh mein Gott, ich kann ja nichts. Habe ich jemals mit Lilith gespielt? Holy moly. Mach dich mal weg hier. Boah. Ich kann mich halt null an sie erinnern. Also null.
So, was haben wir hier? Was ist denn das? Das ist ein Würfel mit drei gleichen Seiten. Also wahrscheinlich mit sechs gleichen Seiten. Was ist denn das? Wo ist denn der? Der gehört zu den Rebuff-Items? Ich glaube nicht. Ich hab den. Weil ist der. Der hat halt drei gleiche Seiten. Das also halt mehr, aber ich sehe halt drei. Ne, bei den Rebuff-Items ist der nicht dabei. Dein weißer Würfel. Der muss doch dann. Der Afterbirth Plus. Ja, auch nett. Ich muss doch nur wissen, ob ich den nehmen kann oder nicht. Ich schreibe mal Dice in die Suche. Vielleicht taucht er dann auf. Ich bin so ein Genius. Es ist ein Afterbirth Plus Item. Ich habe es aber trotzdem in der Afterbirth Plus Liste nicht gesehen. Jetzt, wo ich weiß, dass es da ist. Ich sehe es trotzdem nicht. Da, jetzt sehe ich es in der großen Liste. Okay. D1. When used, the D1 duplicates one random pickup in the current room, including card rune. If you drop your current card rune or pill up. Ja, nö. Duplicated chests can turn into another kind of chest. Okay, ach so ein Ding. Okay. Es ist halt ein Spacebar-Item und ich brauche auf meinem Spacebar eigentlich gerade Dingens. Deswegen werden wir mal rerollen, hoffentlich. Was ist das? Stopp. Grün, stopp. Ich habe es jetzt mal eingesammelt. Ach so, ich hätte... Oh nein, ich hätte den D1 einsammeln können. Oh nee. Oh nee, das war dumm. Upon use, this item freezes all enemies in the room until you press the fire button again. Or 30 seconds passes. Bosses sind nicht immun dagegen. Yo, was? 30 Sekunden hat man Zeit, den Raum zu clearen. Sounds good to me. Und ich meine, es lädt sich sofort wieder auf. Also fast sofort. Oh, ich muss sprengen. Ich habe keine Bombe. Jetzt habe ich keine Bombe. Oh, nee. Eine Bombe. Das ist keine Bombe, aber das kann man auch verwenden. Wobei, war das nicht? War I Can See Forever nicht irgendwie so? Man kriegt jetzt den Geheimraum. Angezeigt! Ja, moin! Hallöchen! Oh, yes! Was kann schon schief gehen? Birds. Pretty Fly! Gleich zweimal Pretty Fly! Awesome! Noch ein Perks. Und noch eine unbekannte Pille. Jawollo. Und Aggressor be like, du kannst doch nicht Pillen aktivieren, die du nicht kennst! Und ich bin so... Doch. Kann ich. Ist aber ungünstig, ich weiß. So, hier. Wait, ich hab das wohl falsch gelesen. Er ist wohl doch immun dagegen. Upsi. Ich muss das gleich nochmal lesen. Upsi, upsi, dupsi. Dann holen wir uns nämlich die Box zurück, wenn das nicht kann. Ich dachte, ich kann Bosses starten. Upsi. Sollten wir das hier überleben? Hol ich mir meine Box zurück. Ich darf halt keine von den großen Kugeln treffen, weil die halt immer gleich einen ganzen Damage machen. Ich kann es überhaupt nicht mehr abschätzen, wie weit die fliegen und so. Na, ich bin sowas von raus. Das sieht gut aus. Ja,
Ja. Ja. So. Ein Satanraum, ne? Der müssen wir. Ja, nö, doch, können wir machen. Ne? Weil ich habe eh nur ein Herz. Ja, who cares? Habe ich 9 Leben und immer noch nur ein Herz. Also. Ist das nicht ein Familiar, das Geist, das Ding da? Ist das nicht sogar? Ich meine, ich würde einfach nur ein Herz dafür opfern. Each time you take damage, my shadow will apply a fear effect to all enemies in the room and spawn a familiar black charger that will attack for you. Each time you take damage. Ja gut, das ist ein bisschen ungünstig, wenn man nur mit einem Herz startet. Andererseits, ich opfere ja nur ein Herz, um es mir zu holen. Like, why not? Ne? So ein Ding ist. Ah, Moment! Ich bin ja jetzt... Bin ich jetzt die ganze Zeit Lazarus? Ich werde ja als Lazarus wiedergeboren mit dem einen Item. Das habe ich komplett verdrängt. Das habe ich komplett verdrängt. Okay, ich muss jetzt ganz kurz lesen, ob dieses Stopp-Ding, ob ich mich verlesen habe. Unlike other active items, bosses are not immune to this effect. Ach so. Ich hab's nicht... ich hab's nicht richtig gelesen. This item freezes all enemies until you press the fire button again. Sobald ich also schieße, ist der Freeze-Effekt aufgehoben. In anderen Worten, das war's komplett. Aber kompletter, kompletter Rino. Ja, aber jetzt habe ich keinen Familien mehr, mit dem ich das einsetze. Okay, Münze, Münze, gib mir Glück. Schade. Die kriegen wir noch? Ich würde gerne Bomben. Ich hätte gerne Bombe für das blaue Herz. Das hätte ich auch. Also für den blauen Stein. Den hätten wir ja auch noch hier irgendwo. Am rumfliegen. Ich könnte jetzt ja riskieren. Ja, kann ich. Oh. Sind die ein... Ich hatte irgendwie gedacht, dass ich nur ein halbes Herz verliere. Sorry, das war dann ein bisschen dumm. Macht der nicht so ein Bla... Ja, der macht so ein Bla-Schuss links. No, 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 no. Ja, mach den Schuss weiter. Nee, den nicht. Ja, den. Ja, HP ab. Yes. The Moon nützt mir jetzt nichts, aber nehmen wir mit. Ich glaube, das bringt mich zum Shop. Ah, das HP ab war wichtig. So. Geht diese Challenge eigentlich auf Zeit? Wahrscheinlich kriegt man mehr Punkte, wenn man schneller fertig wird. Egal, mir geht es ja nur um Schaffen. Jetzt könnte... Moment, jetzt könnte ich aber wirklich... Ich meine, hier liegen ja... Wobei, ein Herz liegt da nur rum, ne? Ein halbes. Also ich könnte darauf hoffen... Wir probieren es einfach. Ich hoffe darauf, dass mehr als ein Herz spawnt und ich auch rankomme an das Zeug, was da spawnt. Wir gucken mal, was passiert. Ah, das ist ein Twinket, ne? Was ist das für ein Twinket?
Ich mach grad komplett. Jeder Isaac-Spieler schlägt sich die Hände über den Kopf zusammen, was ich hier gerade für Blödsinn mache. Aber es ist egal. Wir kriegen das hin. So. Das muss hier bei den Rebirth-Trinkets sein. Ich habe das Ding schon mal gesehen. Ja, da ist es. You feel stronger. Isaac no longer takes damage from walking over spikes! Wenn ich es schaffen würde, das Ding einzusetzen, also das Ding einzusammeln, bevor ich getroffen... Naja, zu spät. Ich brauch das Herz. Ich brauch das Herz. Ich brauch das Herz. Wo war das Herz? Ach, es war nur ein halbes. Ja gut, aber es geht ja trotzdem. Ich kann es ja trotzdem einsammeln. Und dann kann ich über Stacheln laufen, oder wie? Wäre halt cool, wenn ich es einsammeln könnte ohne das, aber ist egal. Und jetzt kann ich über Stacheln laufen. Sick. Solange ich das ausgerüstet habe, oder lässt es irgendwann nach? Ich muss ganz kurz Sicherheitshalb lesen. Ja. Ja, ich kann jetzt einfach über Stacheln und so Giftblöre laufen. Das ist ja nice. Ich meine, ist jetzt nicht so nice mit der Energie, weil... Na, wir haben keine Möglichkeit, uns aufzuladen nochmal. Ich habe auch nichts, ich habe jetzt rein gar nichts. Also ich gehe jetzt mit einem halben Herz und sonst nichts in die nächsten Räume. Das wird super lustig. Das wird super schief gehen. Aber was soll's, nicht? Was soll's? Aber wir könnten natürlich auch The Moon jetzt einsetzen und einfach hoffen, dass der Secret Room was Brauchbares für mich hat, was meine Herzen angeht. Ja, was soll's. Bomben. Hätte ich die vorhin mal... Mann! Die wären vorhin so wichtig gewesen, wegen dem blauen Stein. Und jetzt habe ich den nicht. Doch, kacke, aber ich kann mir hier, glaube ich, Geld holen von den Kollegen auch, ne? Das ist so viel zum Geld. Okay. Juhu! Okay, das sind keine Familias, die Dinger, die ich mit mir rumschleppe. Das heißt, da verdoppelt es gar nichts. Das ist natürlich nicht so cool. Okay, einen Schlüssel haben wir. Wir brauchen einen Itemraum. Und wir brauchen Herzen. Ich meine, wir haben genug Leben. So ist es nicht, ne? Aber... Jo, was? Oh, okay. Ich hab halt... Ich hab, Alter, ich hab keine Ahnung mehr von Gegnern hier. Junge. Ah, das ist auch ein ganz stabiler Raum. Oh, ich muss da unten lang. Moment, behält mir das Trinket. Also, mir behält ja alles. Dann stirbt die einfach nur. Aber ich bleibe jetzt, also Lilith hat sich erledigt damit. Dann wäre es natürlich trotzdem klug, diese Box jetzt loszuwerden, weil jetzt nützt mir die Box gar nichts mehr. Okay, nice. Itemraum. Vielleicht gleich irgendwann. Du hängst ein bisschen fest, Kollege. Vielleicht machst du mal was. Danke. Dings Onion, nice Onion. Das ist einer der besten Tiers-Abdinger gewesen, glaube ich. Sehr nice. So. Tschüss. Tschüss. Okay, also bombentechnisch sind wir jetzt gut. Jetzt bräuchte ich nur diese Steine. Jetzt sehe ich wahrscheinlich keine mehr. Okay, erstmal das Ding wegmachen. Ah! Rennen. Alter, ich spiele Isaac, als hätte ich es noch nie gespielt. Es ist gruselig.
will nicht in den großen Raum. Da ist der Shop. Aber ich habe kaum Geld, also nutzt es eigentlich nichts, da reinzugehen. Ich meine, ich habe genug Bomben, ich könnte mir aus der Maschine was holen. Ne? Sollen wir mal reinkommen? Aber wir haben halt... Ich will den Schlüssel nicht opfern. Nee, ist ein Schwachsinn. Wir müssen leider hier rein. Okay, das sieht aber... Das ist aber ein ganz netter Raum. Gehen wir mal da unten lang. Ja, nice Bombe auf jeden Fall. Das wird wohl zum Boss führen. Ich meine, der Raum wird immer länger, so... Ja, der Weg. Ah! Ha! Ha! Fast übersehen. Nice. Dann kann ich ja mein blaues Herz auch gleich wieder verlieren, wenn ich es bekommen habe. Yikes. Das war eigentlich keine Ansage. Ah. Das sollte keine Ansage sein. Haben wir den Itemraum schon? Ja, ach, da war die Set Onion drin. Heiße Energie ist nicht geil. Space Item ist nicht geil. Bosskampf. Okay, wir müssen erst die Kleinen außenrum loswerden. Sonst krieg ich hier gleich die Krise. Warum setze ich denn das Space Item ein, was mir nichts bringt? Ah, es sind so viele. Ich bin halt mit einem Hit. Down. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, hör auf, irgendwas zu spawnen. Hat der gleich zwei auf einmal gespawnt? Muss das sein? Ah. Ja. Aber Mann, das wäre so gut, wenn wir es vorhin gehabt hätten. Oh Gott, ey. Flug. Ah, dass wir dieses... Mann. Es läuft alles nicht gut hier. Ich hätte gern... Ich würde auf jeden Fall gern dieses HP-Abding behalten. Ich will jetzt nicht mehr sterben. Das wäre ganz gut. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. So. Hier war schon mal nix. Oh Gott, die explodieren alle, ne? Ja, wie soll ich denn hier... Ja, wahrscheinlich! Worin bin ich jetzt gestorben? Der Raum ist ja gruselig da unten. Was haben wir hier? Nee. Okay. Machen wir kurz den weg. Weil leider muss ich den unteren Raum gehen. Oh nein. Mein schönes HP ist schon wieder weg. Ich könnte mich aufregen. Vergib mir das. Nee, das an... Achso, das ist gar kein Gegner. Meine Güte. Was ist denn dieser Ball? Ist der Ball besser als über Stacheln laufen? Bestimmt nicht. Some random tears will gain the rubber cement effect and become bouncy. Ja, wahrscheinlich ist es besser als über Stacheln laufen zu können. So, aber jetzt muss man hier, jetzt wird's hier
Oh, ich habe eine andere Idee. Hihi. Das war mit Abstand die beste Idee, die ich jemals hatte. So aus dem Raum zu kommen. Ich habe leider ein halbes Herz dafür geopfert. Aber was soll's. Bitte treff mich. Bitte treff mich nicht, wollte ich sagen. Weg. Okay, nice. Oh Gott, ey, jeder einzelne Raum ist eine Herausforderung. Was ist denn das hier? Okay, wie funktioniert jetzt eigentlich der Raum, wenn ich drüber laufen kann? Der funktioniert dann ja nicht, ne? Okay. Ich wollte es einfach mal testen. War aber ziemlich riskant. Ich werde jetzt mal die Pilze in der Mitte sprengen gleich, weil die könnten mir auch Stuff geben. Zum Beispiel die dritte Pretty Fly Pille. Das sind halt viele, die kann ich mal sprengen. Schief gehen kann dabei nichts und ich habe genug Bomben. Nice. Oh Gott, 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 okay. Ja, ach so, ja, scheiße. Es nützt mir nichts. Ja, wahrscheinlich. Kann ich ja nicht direkt sprengen, das Ding, so, ich nutze es eh nicht. Dann kann ich noch Geld daraus ziehen. Oder auch nicht. Gut, wir ziehen kein Geld daraus. Ah. Itemraum. Wow, der schießt. Nein, ich renne überall rein, das gibt's doch nicht. Achso. Keine Ahnung, was es ist. Wir lesen es kurz, aber ich nehme es auf jeden Fall mit. Weil ich kenne es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich hatte das noch nicht mal. Also ist auch ein neues Item. Es sagt mir nichts. Es muss eins von den neueren sein. Wir gehen mal hier in die Afterbirth Plus Items rein. Sieht aus wie irgend so eine... Ja, da ist es doch direkt. Irgend so ein Metronom. Ja, es sieht aus wie ein Metronom, wollte ich gerade sagen. Und es heißt auch so. Waggles a finger. When used, this item... Okay, ist ein Spacebar-Item. Gives you the effect of a random item for the rest of the room. Using this item multiple times in the same room will replace the previous item's effect for a new one. Okay, aber wir nehmen es mal mit. Items that usually give HP up will not give extra health when gained from Metronom. Okay. Wir nehmen es mal mit, ist besser als die Kiste. Ach nee, ich habe ja die Bombe. Oh, ich habe ja die Bombe. Will ich die Bombe behalten? Die garantiert mir halt eine schnelle Flucht aus Räumen. Nein, ich will das Metronom haben. Oh, nice. Unbekannte Pille ist immer gut. Achtung. I'm excited. So. Ich meine, ich bin froh, wenn wir Mom schaffen. Das war's dann aber, glaube ich, auch schon. Weiter kommen wir nicht. Was habe ich jetzt? Ich habe ein blaues Herz bekommen, aber das behalte ich nicht, ne? Ja, gut, das ist eh weg. Hätte ich das jetzt behalten? Das war dann halt der Bug-Effekt, ne? Der Dings. Der Bug, hier. Wie heißt es denn wieder? Ich hab's vergessen. Ja, aber interessant. Oh, da ist der Fight. Ja, interessante Geschichte. So könnten wir zumindest mit einem für einen Raum ab und zu mal ein paar Herzen bekommen. Weil es wird einfach irgendein random Item-Effekt ausgelöst. Das ist schon interesting. Am besten wird bei Mom die Holy Bible ausgelöst. Da wäre ich dafür. Da wäre ich dabei.
So, wir probieren mal den Geheimraum zu bekommen. Der könnte hier sein. Oder hier. Yay! Mehr Excited-Pillen, die ihm nichts nützen. I'm excited. Und Unbekannte. Und One Makes You Small. Und noch Unbekannte. Excellent. Toll. Und noch Unbekannte. Wow! Das ist unfassbar. So. Ja, was soll ich noch hier tun? Let's go. Ach, ist noch gar nicht Mom. Bin ich dumm? Ich dachte, wir sind schon unten. Woher weiß ich jetzt, was für ein Item ich eigentlich ausgelöst habe? Wenn man den Effekt nicht mitbekommt, weiß man es wahrscheinlich nicht. Auch geil. Der gleich schießt, wird's kritisch, ne? Aber der spawnt nur die ganze... Ah! Okay, tschüss. Oh, gibt die nicht blaue Herzen? Nice. Und einmal ein weiteres Tiersab. Tiersab ist halt super. Tiersab ist halt super. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir diese blauen Herzen behalten. Ich raste auswendig. Wir müssen gucken, dass wir diese blauen Herzen behalten. Nee, das gibt's doch nicht. So. Ach, jetzt kommen wir erst... Ich dachte, wir sind bei Mom. Hallo! Halleluja! Ich mag den Raum überhaupt nicht, das ist viel zu viel los. Aua! Alter, was ist... Jo! Das war super knapp. Ich sollte mich irgendwo aufhalten, wo ich immer ausweichen kann, wenn die angerannt kommen. Ja, genau so. Nein, so viel zu meinen blauen Herzen. Sehe ich schon mal irgendwo blaue Herzen? Nee, nicht wirklich. Blaue Herzen. Blaue Steine, nicht wirklich. Ne? Oh, du musst auch noch weg. Nee! Oh, ich wollte nicht F drücken. Kann ich diesen Raum umgehen? Oh Gott! Das ist jetzt nicht gerade besser geworden. Hier ein Stein, der cool ist. Nö. Scheiße. Scheiße, ich sehe...
Dann brauchen wir da gar nicht reingehen. Je nachdem, was da alles noch so in der Mitte auftaucht, könnte ich zumindest über die Stacheln laufen. Aber wenn da kein blauer Stein jetzt oder so dabei ist, ich meine, da ist eine Kiste, eine Karte. Die Kiste wäre ganz cool. Ich muss mal gucken, ob ich da auch die Steine kaputt machen muss oder ob ich da einfach hinlaufen kann zu der Kiste. Ja, nice. Die Kiste kriegen wir auf jeden Fall und Karte kriegen wir auf jeden Fall. Habe ich das Item noch? Ja, nicht, nicht dass ich ihm mein Trinket abgegeben habe irgendwann. Und dann, ne? Jetzt gebe ich das Trinket ab. Ich muss es gleich wieder einsammeln. The Tower. Okay, so. Weil sonst komme ich nicht mehr raus. Das wäre dann dumm. Nein, hier geht's nicht weiter. Ich muss durch den großen Raum. Ich krass alles. Dann muss ich den Raum towern. Alter, kommt halt rum jetzt. Mach die... Junge, wenn du mich jetzt killst, ich raste aus. Versuch mal hier sinnvoll zu sprengen. Nice. Okay. Wir towern den Raum, wir setzen uns das Baseball-Item ein, wir haben... keine andere Wahl. Wir holen uns noch einen Schlüssel. Wir haben genug Bomben. Aber nicht genug Schlüssel. Okay, ich glaube, es hat mich irgendwie stärker gemacht. Das Baseball-Ding. Sehr nice. Magician, okay. Kann man für den Boss einsetzen. Wo ist er jetzt? Da. Junge. Da, weg ist er. Einfach alles mobilisieren muss, um überhaupt diesen scheiß Raum zu schaffen. Es ist unglaublich. Gott, wir haben den Raum. Holy moly. So, ist hier noch irgendwas Spannendes? Nein. Und gehen wir am besten weiter. Links. Scheiße. Die explodieren am Ende auch, ne? Ja, 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 das sind die Dinger. Oh, aber irgendwie habe ich jetzt mein Power-Up behalten. Sehe ich das richtig? Also meine stärkeren Tiers. Sehe ich das richtig, dass ich die behalte? Ja, nice! Yes, 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 yes. Okay, sollen wir den Challenge-Raum angehen? Wir gehen den Challenge-Raum an. Genau deswegen. Deswegen nicht. Hätte ich das Item, was ich gerade gezogen habe, als normales Item eingesammelt, das wäre so göttlich. Leider, leider haben wir es jetzt nur. Ich schätze, der Effekt bleibt nicht nach. Nee. Oi, 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 oi. So. Kommen wir noch zum Itemraum, ist die Frage. Okay, wir kommen zum Itemraum. Ah, Kugel!
Nee, ich will smaller bleiben. Ist das ein gefährliches Item oder kann ich das nehmen? Was macht dieses Magnet-Ding? Wo ist er? Ist der, das ist ein Original sein, oder? Ja. Einfach nur, dass es... Ja, einfach nur, dass die Pickups zu mir kommen. Her damit. Was natürlich auch, Causes Pickups to move to the player. Nicht dumm. Causes Pickups on the floor move towards the player. Kommt überhaupt nicht. Magnet kaputt. Und Magnet kaputt. Magnet ist kaputt. Hallo? Ah, jetzt! Okay. Oh, dann okay. Hab nichts gesagt. Oh, war das? Das war auch irgendwas Cooles. Das war diese, was war das? War das Double Dings? Dings? Ich hab's gleich. Das ist eines der alten Items auf jeden Fall. Ich muss hier oben gucken. Ich hab's gleich. Gleich hab ich's. Oder ist es doch eines der Afterbirth-Items? Es ist eines der Afterbirth-Items. White Shot transforms Isaac's Tears into a white arc shape, which gives them a much larger hitbox. Ja. Ach nee, das ist es gar nicht. Das ist es gar nicht. Das, was ich gerade geguckt habe, das ist daneben. Double Item Vision. A one item use item. Ich kann nicht mehr lesen. A one-time use item, which when used, will duplicate any pedestal items in the current room. One-time use, okay. If used in a shop, the duplicated items can be taken for free. Aha. Habe ich hier mehr zum... was ist dieser Spachtel da? Den kenne ich nicht, den werde ich auf jeden Fall einsammeln, aber ich muss erst gucken, was er ist. Aber den sammle ich auf jeden Fall ein, weil ich glaube, den hatte ich noch nie eingesammelt. Das muss doch dann ein Afterbirth Plus Item sein. Ja, Tatsache. Potato Peeler. When used, this item permanently... Ah, es ist ein Spacebar. Nee, es ist kein Spacebar Item. When used, this item permanently removes one of your wet hard containers and gives you a flat... Plus 0,2 Damage Up, plus 0,5 Range Up and a Cube of Meat. The Range Increase will only last for the current room, but the Cube of Meat and Damage Up are both permanent. Ach nee! Das ist doch ein Spacebar Item. Ah, okay, verstehe. Aber es nimmt für immer ein rotes Herz weg. Can be used as often as you like. Ja, weil es dir rote Herzen kostet. It is possible to generate multiple meat boys by stacking more than 4 cubes of meat. Ja, okay, ist eine coole Geschichte, wenn man rote genug Herzen hat. Nicht jetzt in dem Fall. Nix, in dem Fall nix. Oh, es ist gar keine Maschine da, sehe ich gerade. Dann sprengen wir einfach nur den Kollegen weg. Nice. Ja, dann gehen wir halt wieder. Dann ist das hier alles useless. Okay, jetzt müssen wir noch den Boss finden. Oh Gott. Nee. Renne ich denn überall rein, als ob ich nicht mehr ausweichen könnte. Gar nichts mehr. Boss. Auf! Boss und Dingswo. Ja. Fliegen. Na gut. Besser wie nix. Wir könnten noch
warum nicht? Ha! Ha! Moment! Verstehe ich sie? Nee, ist egal. Passt schon. Passt schon, wir gehen zum Boss. The Fallen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was habe ich? Ich habe irgendein Sternzeichen, das habe ich bekommen. Weiß nicht, was es macht, aber egal. Nee! Nee! Wieso laufe ich denn da auch noch rein? Wie ein ganz großer Vollidiot. Was ist das? Irgend so ein Sarkophag. Kenne ich auch noch nicht. Wir sammeln heute ganz viele neue Items ein. Voll gut. Das ist irgend so ein blutiger Kasten. Wo ist der blutige Kasten? Der muss doch auch ein neues Item sein. Ich kenne den nicht. Blutiger Kasten. Da! Booster Pack Items. What? Sacrificial Altar. He demands a sacrifice. When used, this item will sacrifice up to two of your familiars and spawn a random Devil Room Item. Oh, wenn ich Familiars habe, okay. Okay. Ja, brauche ich nicht. Hab keine Familias. Wait, wobei hab ich? Ne, das sind ja die zählen ja nicht als Familia. Aber wir haben ein Item, wir haben ein Dings. Was ist mit meinem Magnet? Wieso kommen die Sachen nicht zu? Was ist denn los? Funktioniert es nur manchmal? So per Zufall? Ist das denn? Das ist ein Guppy-Item, ne? Ich habe ja schon ein Guppy-Item. Was macht dieses? Ist das nicht ein One-Up? Das heißt, ich würde doch das jetzt praktisch gratis nehmen. Ach nee. When Isaac dies, he has a 50% chance to respawn with half a heart. Aber es würde mich zu Guppy machen. Also ich könnte es einsetzen und hoffen, dass es gut geht. Weil ich sterbe ja direkt dann drauf. Boah! Boah! Das fucking Feuer hat mich einfach... Oh, lol. Ich sterbe nicht. Oh, lol. Ja, ich nehme es auf jeden Fall mit, weil... Ne? Eins. One way to go to make me to Guppy. Jetzt noch Guppy werden wäre natürlich... Sicky. Okay. Boah, ich würde sagen, wir gehen, ne? Das, war interessant. So, Marm-Ebene. Mit Curse of the Maze. Ja, das ist natürlich super. Ach so. Okay, haben wir hier einen coolen Stein? Glaube ich das mal. Tötet mich nicht. Nee, das war nicht meiner. Oh nein, er hat es nicht eingesetzt. Das ist nicht gut. Oh, aber den Raum haben wir jetzt geschafft. Okay. Okay, ich spreng mal hier die ganzen Totenköpfe. Nice. Nice. Können wir eigentlich auch einsetzen. Wobei, ich lasse das erstmal stehen und gucke mir den Shop an, was der Shop zu bieten hat. Und wenn der Shop cool ist, dann
gebe mir das Geld hier aus und wenn der Shop nicht so cool ist, gebe mir das Geld im Shop aus. Okay, so, was hast du? Hä? Ach so. Hä, wo kommt denn der Dings her? Ibse hier. Wann habe ich den denn gespawnt? Mit dem Effekt wahrscheinlich. Was ist, das ist der D100, oder? Das ist der fucking D100. When used, rerolls each item you currently own into another item, room, pool item and any pedestal items and pickups in the room. Das rerollt mich. Das Ding rerollt einfach mich. Ich hab bei sowas immer ultra Angst, ne? Ich meine, wirklich gut stehen wir nicht gerade. Eigentlich kannst du besser werden. Aber es kann halt auch sogar... Es kann, oh, die Neugierde. Die Neugierde. Ich will's nicht. Ich meine, ich kann ja auch wieder zurück... Nee, ich kann nicht zurück rerollen, aber ich kann halt neu rerollen, wenn es scheiße ist. Ich kann halt auch so krasses Zeug bekommen. Fuck. Damit kann ich den kompletten Run... Was tun wir? Nein, ich mit Damage-Up technisch ist halt... Mein Damage ist halt geil. Ich trau mich überhaupt nicht. Trau mich nicht. Ich wollte es eigentlich nur einsammeln. Ich muss nochmal kurz lesen. Es rerollt mich komplett, ne? Each item you currently own into another item room, pool item and any pedestal items and pickups in the room. Ah, es rerollt nicht meine Herzen. Aber dadurch, dass ich halt, wenn ich jetzt die Stats... Also, ne, wenn ich jetzt die Items verliere, die mir die Stats geben, dann verliere ich die doch schon, oder? Also verliere ich da nicht auch theoretisch... Warte, wenn ich dann die Guppy-Items verliere, habe ich die dann noch oder nicht? Behalte ich... Ich weiß es nicht und es steht da auch nicht. Behalte ich den Effekt von sowas wie, dass ich zweimal jetzt Guppy gesammelt habe? Behalte ich das? Oder verliere ich das durch den D100? Ist einfach, was soll's. Scheiß drauf. Hier, meine Herzen sehen gut aus, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was da alles da drüben gelandet ist, aber es sieht okay aus. Alter. Es sieht okay aus. Keine Ahnung. Ich kann fliegen! Ich kann fliegen! Ich habe gar nicht geguckt, was da alles dabei ist. Aber ja, stimmt, da ist das ganz krasse Damage-Up dabei. Da ist... Ja, moin. Dann kann ich das Trinket jetzt sogar hergeben, weil jetzt kann ich ja fliegen. Bin einfach zu Dings geworden. Okay, hier ist Mom. Ich will erst den Shop sehen. Zu hier. Ah ja! Vor allem die Kombination, wir haben Spektraltränen, wir schießen überall durch und wir fliegen überall drüber. So, es gibt keine Grenze mehr. Aua. Es gibt für uns keine Grenze mehr. Oh mein Gott, der Reroll war das Beste, was ich hätte tun können. Scheiße. Ich wäre hier so untergegangen mit meiner anderen Ausrüstung.
wäre hier so brutal untergegangen einfach. So. Das wird ja alles noch lustig hier. Oh Gott, hier stehen ist. Ach so, ich kann ja fliegen. Ja, moin. Einfach schon wieder alles vergessen. Okay, ich muss enorm gucken, wo so Markt Rocks sind. Die habe ich das letzte Mal komplett übersehen. In Boom. Challenge-Raum, kann man mal reingucken. Na gut, wir haben voll die Puttyfly, nützt mir nichts, ne? Ändert nichts, glaube ich. Das ist kein Marktrock, nee. Die sind super schwer zu sehen. Was machst du? Du splittest meine Schüsse, ne? Du splittest meine Schüsse, ich glaube, dich will ich nicht. Split into two upon contact with enemies. Ach so, nur bei Kontakt. Oh, wow, dann könnten wir es eigentlich mitnehmen. Die Frage ist, überstehen wir den Damage Room, den Challenge Room? Oh, wir könnten schon wieder rerollen. Will ich nochmal rerollen? Oh, die Neugierde ist furchtbar, ne? Und je mehr ich mitnehme... Oh, das... Yo, wait, sind wir Guppy? Wo kommen denn die Fliegen her? Sehe ich irgendwo, was ich bin? Meine Stats oder so ein Zeug? Also was ich... Ah, ja! Ah, ich hab nur... Okay. Yo. Je mehr ich einsammle, umso mehr passiert ja, wenn ich rerolle nochmal, ne? Gott, das ist so aufregend. Aber ich... Ah, wir machen Folgendes. Ich weiß genau, was wir machen. Wir rerollen, wenn wir kurz vorm Tod sind, weil dann könnte ich ja neue Herzen und so Zeug bekommen. So machen wir es. Also wir behalten dieses Base-Item auf jeden Fall. Das ist mal ganz klar. Und ansonsten rerollen wir, wenn es halt kritisch wird. Ja, das ist mein Notfallplan. Das ist einfach mein Notfallplan. Easy. Weil ich meine, dass ich fliegen kann und so, das will ich eigentlich nicht hergeben. Nur wenn es halt wirklich kritisch ist, dann kann ich einen Reroll setzen. Das ist doch eine Idee. Kann ich jetzt? Ich kann nur One-Way reingehen und da ist das blaue Herz weg. Ich lasse das lieber. Kein Stachelraum für mich. Aber das Ding spreng ich mal, weil da gibt es meistens auch gutes Zeug. Oder manchmal. Alter, es ist... Die Splits sind großartig. Die Splits sind super. Guckt euch an, wie die Splits funktionieren. Oh mein Gott. Okay, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Jo, wir sind OP. Wir sind einfach in diesem Monat noch OP geworden. Okay, oh Gott, jetzt muss ich alle Steine durchgucken. Karte, kannst du dich mal verpissen, danke. Also ich sehe keinen Marktwalk. Wenn da einer ist, dann... Ja, blindkonnen. Weg mit euch.
Aber ich bin nicht Gabi, ich produziere, ich habe nur vorhin aus irgendeinem Grund so viele Fliegen produziert. Jetzt produziere ich nicht mehr so viele Fliegen. Bossraum. Hä? Achso, ist schon, geht schon auf. Okay, Itemraum. Ach, Quatsch, Geheimraum meine ich. Kein Geheimraum hier. Hier? Hier. Ha. Ja, gut. Was bist du denn? Dich kenne ich gar nicht. Dich kenne ich echt nicht. Was bist du denn? Also den kenne ich... Hä? Yo, es gibt neue Bosse, die ich noch nicht mal kenne. Aua. Der war neu. Speed up. Das ist jetzt nicht so gut, weil ich bin schon ziemlich fix unterwegs. Aber ich sammle es ein, weil für die Rerolls, ne? Je mehr Items ich habe, und umso mehr wird beim Reroll passieren. Wie gesagt, der Reroll ist mein Notfall. Wenn alle Herzen weg sind, kommt der Reroll. Und dann starten wir von vorne. Das ist der... Oh mein Gott! Wie sie einfach abprallen an solchen Viechern, ne? Es ist... Und dadurch, dass die halt so spektral sind, gehen die einfach überall durch. Das ist der Real Shit. Was macht Hagalas? War das nicht, dass es einfach die ganzen Felsen kaputt macht im Raum? Oder sowas? Hagalas, Destruction. Ja. Ja. Zerstört einfach alle Dingens. Man kann es ja auch einsetzen, weil ich nehme eh die Magician-Karte mit. Boom. Okay. Boah, ich kann zweimal rerollen. Auch cool. Da sehe ich auch keinen Markt drauf. Wo kommt die Füßchen? Füßchen. Jo, der hat mich einfach gecatcht. Frech. Oh, ich habe die Kiste gar nicht geöffnet vorhin. Nee. Achso, wobei. Ja, jetzt ist doch der Lipstick besser, weil ich kann doch eh über Stacheln fliegen. Was macht der Lipstick? Na komm, ist doch ein Rebirth-Trinket. Ich kenne die doch. Den gab's doch schon immer. Da ist er. Increases the chance of Black Hearts to spawn. Ja, ab dafür. Black Hearts brauche ich, genauso wie Blue Hearts. Brauche ich alles. Not again. Not again. Am Billycord? Nee, dann bleibe bei den Blackhearts. So, das war der Weg. Der war nutzlos. Der war komplett useless. Ja, auch.
Oh, hier gibt es einen interessanten Raum. Wir könnten die Spielhalle betreten. Mein Ziel ist gerade, hier Herzen zu spawnen. Weil dann kann ich die Maschine bedienen. Na? Pretty fly. Wieso liegt da mein Geld drin? Komm nicht an das Geld ran. Nice, 4 Stück schon. Okay. Was ist mit der Münze? Macht Klimper Klimper, aber ich kann sie nicht einsammeln. Also bleib halt liegen. 1. 2. Ja, ach so. Ich dachte, das war das HP-Up. Schade, weil da gibt's ein HP-Up, wenn man das ganz gut hinbekommt. Kein HP-Up für mich. Sieht dann nämlich ähnlich aus, das HP-Up, was es da gibt. Wem erzähle ich das? Jetzt erkläre ich plötzlich Isaac, so für die Leute, die mir zuschauen, die kennen Isaac besser als ich. So, ist hier irgendwo ein Markt Rock? Ich gehe so nah an den Bildschirm gerade ran. Ich sehe keinen. Doch! Oh mein Gott, der war gut. Jo, hi. Was ist das für ein verrückter Wand? Jetzt mal ernsthaft. Ist hier irgendwo ein Marktrock? Nein. Nein. Da ist einfach nichts. Der Schlüssel ist jetzt auch. Wobei, habe ich den dann nicht grundsätzlich für immer? Ich meine, ich habe eh genug Schlüssel, aber ich glaube, den behält man für immer. Oder nur für die Ebene. Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es ja sehen. Wäre halt für die Chest interessant, aber wie gesagt, das Ding ist, mittlerweile sind wir ja eh mit so vielen Schlüsseln gesegnet, dass das alles läuft. Ich sehe keinen Marktrock. Ich sehe keinen Marktrock. Okay, Bossfight. Ist da oben dann. Ja, easy. Und so viele Steine. Oh, Mama. Den spreng ich mal mit. Okay. Da ist nix Markt. Da ist auch nix Markt. Schade. So, hier. Hier. Dann halt nicht. Ach komm, einen probieren wir noch. Ach, hier kann ich auch noch mal probieren. Ungefähr da.
Ist der, weiß ich nicht, könnte hier. Was soll das lassen, der Geheimraum? Dann soll es der Geheimraum lassen, wenn er keinen Bock auf mich hat. Ist mir auch egal. So. Na komm her. Nein, bleib doch, das Baby muss da bleiben, dass ich da hinschießen kann. Ja. So ist gut. So. Und wir haben einen Satanraum bekommen. Wird man nicht mitnehmen, ne? Nehmen wir mit. Wir haben auf der Ebene nämlich noch genug Herzen rumfliegen. Ne? Mit Glück mache ich da jetzt gleich Gewinn draus. Wo waren die denn? Hier. Fetter Gewinn. Die Coins bleibt mir nach wie vor verwehrt, aber gut. So ist es halt. Haben wir noch irgendwo ein Herz? Nee, ne? Nee. Okay. Aber wenn jetzt immer Herzen droppen, mein Bum-Friend ist mein Friend. Auf geht's. Kathedrale! Also das wird schon echt ärgerlich, wenn wir das jetzt noch versauen, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, ich habe ja immer noch die Möglichkeit des Rerolls, wenn wir auf einem Herzen unten sind. Und alleine dadurch kriege ich ja direkt wieder Herzen zurück. Na, das ist also im Normalfall, weil er würde halt irgendwelche HP-Ups rerollen. Und das ist insane. Das ist insane, dass ich... Alleine, dass ich gezögert habe, den D100, ich habe gar nicht gerafft oder gar nicht mir vorstellen können, was der für einen Mega-Effekt haben kann. Ihr hättet mir wahrscheinlich, also ihr hättet mich deabonniert, wenn ich den nicht genommen hätte, ne? Also ich hätte mich deabonniert, wenn ich den nicht genommen hätte. Okay, wir werden auf jeden Fall die blauen Feuer sprengen. Mal alle? Ja. Weil kann ich, wenn ich hier die Bombe setze, sprengt es die Feuer? Nein, das war... Genau das war das, was ich mir gedacht hatte. Ja, ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht vernünftig ran. Ja, dann ist auch egal. Dann lass mal die Feuer Feuer sein. Ich gucke noch kurz die Steine an. Okay. Aua! So. Schade, blaues Herz hat sich verabschiedet. Machst du nix. Ich hab grad kein Glück mit roten Herzen, ne? Ah, hier friss! Ich will mich mit den Spinnen. Gib mir Herzen. Oh, das ist nicht so gut. Das sind auch nicht die Spinnen, die ich gemeint habe. Okay. Kann der Typ mal jetzt so bleiben, dass ich da auch hinkomme? So, ja, sehr schön. Immer schön weitermachen. So gefällt mir das. Abflug. Okay. Yes! Das ist der Bossraum. Das ist der Bossraum. Und wenn ich Glück habe, gibt mir die Maschine nochmal Herzen. Und du gibst mir nichts mehr. Okay.
Na dann, Isaac. Ich weiß nicht, ob ich bereit für dich bin, aber ich bin bereit für dich. Kann das Ding mal mitkommen? Ich hab halt, ich verlasse mich gerade so ein bisschen auf mein Glück, dass die Putty Flies das schon abfangen, das Zeug, ne? Das ist ein bisschen risky, was ich hier tue. So ganz geschenkt ist der Boss jetzt auch nicht. Bravo! Ah, fuck! Tschüss, blaues Herz an der Stelle. Oh, bin ich safe, ne? Jo. Nein, da oben bin ich nicht safe, aber ich muss mich irgendwo hinstellen. Okay, tschüss. Ach! Ich gehe gar nicht mehr in die Chest. Ist die Challenge zu Ende? Time Penalty! Damage Penalty. Oh my goodness. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Eieieiei. Okay. Also, Stage-Bonus, Exploration-Bonus gibt's. Schwack-Bonus, was auch immer das ist. Auf jeden Fall nicht Swag, weil Swag hatte ich nicht. Yo. Alles klar. Hat es irgendjemand von meinen Friends gespielt? Kann ich ihn dahin switchen? Oh. Kann ich gar nicht vergleichen. Na gut. Na gut. Bester Punktzahl auf jeden Fall. Go der Welt. Okay. Ja, das war die Daily Challenge von Isaac. Ich habe deutlich länger aufgenommen, als ich wollte. Aber jetzt gibt es heute noch eine Folge um 9 Uhr. So ein Ding ist das. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue. So. Tschüss.